Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, Leute, wir haben den 26. Dezember, morgens um 8, Börse ist zu. Hier in diesem Clip geht es jetzt um Telekom und Deutsche Post, sprich DHL. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die beide im 2023 überhaupt nicht gehandelt. Irgendwie, das spricht nicht zu mir. Ich habe damit nicht so viel zu tun. Erstmal zu den Terminen. Die nächsten Zahlen, also Jahresabschluss wird hier am 23.02. gezeigt bei der Telekom. Und die HV, wenn ich es richtig gesehen habe, ist so um den 10.04. Die bauen weiter diese ganze Glasfasergeschichte aus und hatten letzte Woche ein Problem, weil es wurde kolportiert. Ich habe keine Bestätigung bekommen, dass die Bundesregierung ihre Anteile reduziert. Die haben immer noch 30,5% und wie wir alle wissen, brauchen die ja Geld. Und da wurde kolportiert, dass sie also das reduzieren. Wenn sie das tun, werden sie es wahrscheinlich machen um 5%. Ich glaube, die wollen sich, das war nämlich ein Fehler bei der DHL, da hatten sie deutlich über 25% und liegen jetzt nur noch bei 21%, haben also eigentlich kaum noch Mitspracherecht. Ich glaube, daraus haben sie gelernt. Wenn, kann ich mir vorstellen, geht es um 5%. Aber das ist jetzt meine persönliche Annahme. Sonst habe ich nur eine nähere Analyse gesehen, das ist die von der UBS mit 26,60, da hätten sie also noch ein bisschen Platz. Hier haben wir den Monatschart, hier sieht man das Drama, also wirklich künstlich hochgezogen, anders kann man es nicht sagen, die waren bei 104, noch was, 104,81 und dann verließen sie ihn innerhalb relativ kurzer Zeit. Ich kann mich da erinnern, das war eine Zeit, da war die Bewertung der Deutschen Telekom so gewaltig hoch, da war es völlig wurscht, was die seinerzeit 29 anderen Aktien gemacht haben. Wenn die Telekom 10 Cent gestiegen oder gefallen ist, hat das den Markt bewegt. Das war ganz schwierig zu handeln, also fand ich zumindest. Gut, von der Monat sage ich mir mal das Drama raus. Vom Monat her sieht es insgesamt recht stabil aus. Ja, ganz klassischer, bisher sinnvoller Aufwärtstrend. Mit einer wichtigen Unterstützung, hier ist das letzte Zwischentief bei 18,49. Die liegen jetzt hier an so einem kleinen Doppeltop. Das liegt ziemlich genau bei 23,25. Wenn Sie das rausnehmen sollten, habe ich erstmal für ein paar Euro nichts mehr. Da komme ich irgendwo hier wieder ins Spiel. Da sind wir so bei 28, 29, dann zieht auch die 30. Wenn Sie das rausnehmen. Von der Monatsrecht her, von der Technik her, haben Sie durchaus die Möglichkeit dazu. Das ist eigentlich alles ganz in Ordnung, aber das hier ist für mich ein wichtiger Punkt. Auf Wochensicht sehen sie nicht mehr ganz so schön aus. Das war die Geschichte hier mit der Bundesregierung und das hat auch gleich da mal 5% gekostet. Und das kann ein Doppeltop hier werden. Das kann es wirklich werden. Wir haben auf Wochensicht eine Unterstützung beim 20er gleitenden Durchschnitt, da sind wir bei 20,71 und hier ist der eben schon angesprochene, das letzte Zwischentief bei 18,50. Das gefällt mir auf der Woche her nicht so besonders. Ja, da geht es also eher mal ein bisschen runter, als ob da einfach mal das Interesse rausgeht. Aber ich denke nicht, dass da ein gnadenloser Abverkauf kommt, sage ich mal so. Auf Tagessicht ist es jetzt natürlich durch diese Bewegung, die wir hatten, wann war denn das überhaupt? Das war am 14.12. hat sich das hier alles erheblich reduziert.
aber wir bekommen auch schon wieder leichte Stabilisierungsansätze. Der Wert hat am unteren Band gehalten und das hier ist, ich mache es mal größer, das hier ist schon so ein Hammer. Ist ein Vorteil. Widerstand ist jetzt auf kurzer Sicht die 22,13 und natürlich hier oben die 23,16, das letzte Hoch, was wir hatten. Wann war denn das? Das war hier am 5.4.23. Sollte dieser Punkt hier von 21,30 nicht halten, muss man mal mit der 200-Tage-Linie rechnen. Aber das ist alles relativ eng. Also ich glaube, die Bewegungsspanne in Deutsche Telekom ist jetzt nicht so weltbewegend. Ja, deswegen vielleicht ist das ein Grund, warum ich sie nicht handle. Da finde ich die E.ON, finde ich agiler, sagen wir es mal so. Ich habe auch im Moment nur einen Call rausgesucht. Hier diesen 18,28er. Damit liegen wir unter diesem doch recht wichtigen Zwischenlow, was wir hatten. Das muss man sich aber, glaube ich, nicht mit beeilen. Das ist für mich, hat die insgesamt noch ein bisschen Platz nach unten. Jetzt sollte sie sich mal stabilisieren in den nächsten, sagen wir mal, 10 Handelstagen. Ein bisschen stabilisieren. Für mich wird die erst wieder wirklich interessant, wenn sie über diese 23 hier oben geht. Also diese 23,17 geht und schließt. Ansonsten, glaube ich, die rennt einem nicht weg. Dieser ganze Bereich hier zwischen 21 und runter bis zu 20,70 scheint mir eine ganz gute Unterstützung zu sein. Deswegen habe ich den Call hier gewählt. Ich habe keinen Put. Weil wenn Sie das Doppeltop hier rausnehmen, dann werden Sie auch relativ schnell nochmal 1-2 Euro steigen. Und ich will aber keinen Put mit der Basis 25 oder 26. Fand ich jetzt nicht so interessant. Hier nochmal die Kennnummer, die GP5 CT9. Also ich glaube auch nicht, dass ich die in 2024 irgendwie nennenswert irgendwo mal handeln sollte. Kann ich mir nicht vorstellen. Gucken wir mal auf die DHL, Deutsche Post. Wie gesagt, war also auch nicht in meinem, überhaupt nicht in meinem Blickwinkel. War vielleicht hier und da ein Fehler. Das ist der Monatschart. Bei der Deutschen Post habe ich folgende Termine. Das ist am 6.3. ist der Jahresabschluss und am 3.5., also nach der Telekom, ist die Hauptversammlung. Von den, die hatten letzte Woche dann, wurden sie in Sippenhaft genommen wegen DHL. Da, das sehen wir gleich nochmal im Tageschart nochmal, nicht DHL, Entschuldigung, FedEx. Die hatten, glaube ich, 10 oder 11% verloren an einem Tag. Das ist ja momentan so üblich, dass die mal so 10% gleich runtergehen. Und da wurden die auch in Sippenhaft genommen. Ich habe von den Terminen, wie gesagt, am 6.3. den Jahresabschluss und am 3.5. die Hauptversammlung. Analysen habe ich nur zwei gesehen, eine sehr neutrale von JP Morgan bei 43 und eine etwas positivere von Bernstein bei 48. Sonst habe ich da nichts. Man sieht ja auch im Monatschart, ich kann es immer nur wieder empfehlen, auch mal im Monatschart zu gehen, sieht man die Zwischentiefs oder Zwischenhochs wesentlich deutlicher als im Tageschart. Wir haben hier einmal die Geschichte vom 1.11., vom Monat, also von November, bei 36,19 und dann deutlicher tiefer, das ist vom September 22 bei 29,62. Von der Technik her, ich nenne sie mal neutral, in jedem Bereich irgendwo irgendwie neutral, da ist jetzt nichts Besonderes, wo ich sagen muss, aha, das könnte was sein. Dann haben wir die Woche. Die sind ordentlich marschiert, ja, von 36 hoch auf 46. Tendenziell ist das vierte Quartal für die DHL, natürlich mit diesen ganzen Päckchen und so, eigentlich immer ein ganz gutes, muss man schon sagen. Jetzt haben sie es allerdings nur geschafft, das Hoch vom 31.07. oder von der Woche im Juli hier, sagen wir mal, zu egalisieren. Mehr nicht. Es ist wichtig, dass die hier drüber kommen, das heißt über 47 schließen, 47,10,20. Wenn sie das tun, haben sie auch wieder Platz bis in den Bereich 52 rein. Von der Wochensicht her ist es noch stabil über den MACD, aber wird schon leicht negativ oder ein bisschen weicher über den Oszillator. Aber das kann auch sowas hier werden. Da sind sie nämlich hier gestiegen. Wann war denn das? Das war im März 21 waren sie überkauft und das hat sich lange, lange gezogen, bis sie hier im August 21 erstmal da wieder gefallen sind. Ja. Also deswegen, ich nehme das zur Kenntnis, aber ich nehme es doch nicht ernst. Schauen wir mal, was der Tag noch bringt. So, das war die Geschichte mit FedEx. Ja, also das war schon, das ist diese klassische Sippenhaft. So wie bei,
Wenn Nike was gemacht hat, da laufen übrigens die ersten Scheine ein. Ich glaube, das war der Film Nummer 4 oder 5, wenn man nicht, oder 3, ich weiß es nicht mehr genau. Die laufen jetzt ein, die ersten Scheine. Ja? Die kamen runter, die Nike von, ich glaube, 120 auf 108 Dollar. Da laufen jetzt die ersten vorgeschlagenen Scheine laufen ein. Ich gucke mir das noch 2 Tage an, so bis irgendwie Mittwoch, Donnerstag und dann kommen die rein. Das ist die erste Aktivität aufgrund der Filme. So, dann haben wir also hier den Tagesstart. Da sind sie also auf die 20 Tage, den haben sie aufgesetzt bisher. Das ist in Ordnung. FedEx haben sie nicht verdaut, aber zumindest ist da nicht viel mehr passiert. Sieht man auch sehr schön an diesem Tag hier. Wir sind negativ über das MACD. Wir sind negativ über die Stochastik, sodass ich auch hier nicht glaube, dass sie jetzt nennenswert hier wegrennen. Aber dieser Punkt hier von der 47,05, der ist schon wichtig. Weiter geht es wirklich erst, wenn sie so mit 47,20 drüber schließen, dann haben sie nochmal eine Chance. Ansonsten schreit nach dieser Bewegung hier von 36 bis zu 47, schreit der Wert auch ein bisschen nach Pause. Dafür gibt es ein sehr gutes Unterstützungsniveau im Bereich von 41, 41,5. Und deswegen habe ich da auch den Schein gesucht, den man sich da mal hinlegen kann. Das sind 39,22er, da sind wir hier. Unterhalb des Bandes, unterhalb der 200-Tage-Linie, an der Unterstützung hier. Das wäre da, den möchte ich mir gerne auf die Watchlist legen. Als Put habe ich eingenommen 49,32. Wenn der Wert unter der 20-Tage-Linie fällt und schließt, gehe ich davon aus, dass es zumindest das hier nicht nur ankratzen wird, sondern wahrscheinlich auch einen Schluck drunter geht, so im Bereich 40, 41. Das ist das, was ich mir vorstelle. Dann käme dieser Put hier in Frage. Aber vorher noch nicht. Also beide Werte sind jetzt für mich nicht so, dass ich unbedingt sagen muss, hurra, endlich kann ich die mal kaufen. Hey, die werden mich auch in Zukunft erstmal nicht wirklich interessieren.